Nach drei wundervollen Tagen haben wir den Stellplatz direkt am Meer verlassen und sind vorbei an vielen Windrädern über Belgien bis nach Luxemburg gefahren. Dort wurden wir neben günstigen Tankpreisen von einer wunderschönen Stadt überrascht. Obwohl Luxemburg nur 68.000 Einwohner hat, sprechen diese ihre eigene Sprache, welche jedoch sehr ans Französische erinnert. 1994 hat die UNESCO das Ensemble der Luxemburger Altstadt zum Kulturerbe der Menschheit erklärt. Außerdem war Luxemburg 1995 und 2007 Kulturhauptstadt Europas. Angefangen von alten, schönen Gebäuden, moderner Architektur, Parks bis hin zu gutem Essen hat die Stadt einiges zu bieten. Nach einem kurzen Schrauberstopp halten wir noch in Karlsruhe, um Freunde zu besuchen. Es ist soweit, wir dürfen wieder Flaggen kleben. Und ob ihr wollt oder nicht, jetzt wird es ein wenig tierisch. Wir nehmen euch nämlich mit zu dem Bauernhof in der Schweiz, der uns in den letzten Monaten nicht nur als Stellplatz gedient hat, sondern deren Tiere uns auch hin und wieder sehr erheitert haben. Am Rande des Kantons Bern im Emmental befindet sich das Wollparadies, wo man neben Hunderten von Tieren auch den gesamten Weg der Wolle begutachten kann. Es gibt nicht nur Schafe, Ziegen, Lamas und Schweine, sondern überraschenderweise auch Kamele. Auf dem Grundstück vom sogenannten Spücherhandwerk können Camper für einen geringen Obolus nächtigen, Strom und Wasser beziehen und natürlich die Tiere streicheln. Wer kleinen Camper hat, kann auch in original mongolischen Jurten übernachten und wer will, auch beim Kamelausritt dabei sein. Wir haben uns immer willkommen und sehr umsorgt gefühlt und danken Familie Gredel und ihrem Team von ganzem Herzen. Und übrigens, wenn ihr gerne mehr oder weniger Anmerkungen hättet oder andere Vorschläge zur Verbesserung unserer Videos habt, dann nur her damit und schreibt es einfach in die Kommentare. Für eure Nachricht gibt's bei uns zwar keine Rabattcodes,
aber vielleicht beim nächsten Mal ein noch besseres Video. Hallo ihr Lieben, wir stehen jetzt hier bei unserem Standard-Park-Nachtstellplatz in Zürich und werden heute ein letztes Mal in die Stadt gehen. Ein letztes Mal, bevor wir dann unsere Familien besuchen und dann unseren Yoda verschiffen. Ja, es heißt Abschied nehmen nach vier Jahren Zürich. Schräges Gefühl, dass man sagt, man geht noch ein letztes Mal durch die Stadt, aber es ist soweit, irgendwann musste das kommen. Ja, jetzt werden wir uns mal aufmachen und noch ein letztes Mal diese schöne Stadt genießen. Ein bisschen Kaffee trinken, was für das Essen gehen, zum See schauen. Genau, einfach das Wochenende genießen. Das Wetter passt wunderbar dafür. Und dann nehmen wir euch jetzt mal eine Runde mit. Schoko und Kuchen ausgegeben. Wie viel? 44. Nein. Normalerweise besser, aber es liegt gerade so ein ganzer Haufen an Sahara-Staub, Sand noch in der Luft, deswegen sieht man da leider heute nichts. Normalerweise hat man da immer die schöne Bergkette, aber jetzt Sahara. Ob mit oder ohne Sahara-Sand, wir hatten in Zürich eine sehr gute Zeit, in welcher wir unter anderem den Grundstein für unsere Weltreise legen konnten. Wir müssen ehrlich zugeben, dass, obwohl man immer hört, dass in der Schweiz alles so teuer sei, man dort lebend und arbeitend auch gut etwas sparen kann, wenn man ein bisschen aufs Geld schaut. Wir sind froh, dass wir das gemeinsam geschafft haben und wir somit unseren Traum verwirklichen können.